Halt euch fest! Ich halte mich fest an meinen Stuhl. Ich bin festgehalten. Obacht! Back. Aber Digga, seine Haare sind schon wieder da, oder? Streets back. Wie Apparat auf dem Monitor hat. Guten Morgen, guten Mittag. Oder auch. Guten Abend. Man soll sich ja seine Träume immer vor Augen halten. Vielleicht schaffe ich es auch eines Tages in einem solchen Apartment residieren zu dürfen. Ich wäre auch gern Steuerflüchtling. Es ist unfassbar, dass diese Siegesserie der Uploads einfach nicht abreißen will. Ich möchte mich mal echt ganz kurz bedanken für den Baba-Support in den letzten Wochen unter den Videos. Heftige Rückmeldungen. Naja, Rückmeldungen waren jetzt noch nicht so heftig. Eher beleidigend. Leute, ich habe in der letzten... Nein, sorry. Bitte nicht, bin ich Mom. Episode ja gesagt, ihr sollt mir einfach mal so ein paar TikToks zuschicken, um zu sehen, was sucht die Community mir da raus. Wollt ihr wissen, was die Leute tatsächlich meinten, was sind es mir einzuschicken? I'm your father. Nuh-uh. The fuck you mean, nuh-uh? Nuh-uh. Yaha, I am your dad. Nuh-uh. The fuck does that even mean? Cool. Es gab aber auch den ein oder anderen Stuttgarter Spaßvogel da draußen, der meinte, es wäre sonderlich lustig, E-Mail-Adresse auf der Anmeldung von gewissen Websites zu benutzen. Das ist erst jetzt passiert. Ich sag euch ganz ehrlich, eine Zeit lang dachte ich wirklich, so Gönnergy-Trinker sind tatsächlich relativ junge Leute. Dieses Video hat mir allerdings das Gegenteil bewiesen. Was ist das denn hier für ein Schrottladen? Nur eine Sorte von Gönnergy. Ist das Mr. Krabs? Ihr schmeißt den Molotov-Cocktail rein. Gönnergy. Irgendwie klang seine Stimme irgendwie. Molotov-Cocktail, holy shit, Digga. Rippentrop gefällt das gar... Nee, Molotov gefällt das gar nicht. Ich sag's dir morgen. Mein Freund ist das erste Mal... Wusstet ihr, dass das aus dem sowjetisch-finnischen Krieg kommt, das Wort Molotov-Cocktail? Wegen des Molotovs des sowjetischen Außenministers? Hat euch nicht interessiert? Okay. Seit wir zusammen sind und ich kann's eigentlich gar nicht aussprechen. Haltet euch alle fest, er ist mit seinen Jungs im Urlaub. Oh Gott! Das ist nicht dein Ernst, oder? Das typische Klischee-Ding, der Freund ist im Jungsurlaub. Thank God, wirklich, danke. Dazu hast du nicht noch so eine Creme, so eine fette, wo dieses braune Zeug... Next Doll, grüß dich, Doc! Rauskommt. Dass sie nicht irgendwie in einem Malle-Urlaub sind. Stell dir vor, der würde einfach so einen Ballermann-Urlaub machen. Girl, und da pflege ich es... zu sagen TGIF. Ich weiß nicht, was TGIF heißt, ich bin zu dumm. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich glaube, damit könnte ich gar nicht umgehen. Nicht, weil ich irgendwie Angst hätte, sondern weil ich das einfach so... Das würde mir einfach so einen richtigen Upturner geben. Das, was du gerade von denen gibst, gibt ja auf jeden Fall hier niemand. Warum ich mach doch so OLC, wie er das hier raufgemacht hat, Digga, das macht mir so OLC, holy shit. Der Urlaub, den die machen, ist eigentlich so süß, das ist wie so ein kleiner Family-Urlaub. Die haben sich so ein All-Inclusive-Hotel gebucht und da chillen die einfach so für eine Woche, essen ganz viel und so. Das ist ja eine interessante Story, die dir dein Freund da aufgetischt hat. Na und? Mir sich Frauen wirklich jeden Tag ins Gesicht, ich kann es kaum abwarten, dieses Zeug endlich runterzuwaschen und ich habe es erst... Hey, du bist actually so schlimm, ist nicht. Also manches Schlimmste mache ich das auch, es geht actually, man gewöhnt sich wirklich schnell daran. Das Abwaschen ist Todesarsch, aber ich habe keine Abwaschdüse, ich mache das mit Wasser und das ist dann richtig beschissen, Digga. 3 Minuten drauf, aber immerhin ist der Scheiß hier von... So, also ich muss sagen, den Teint, den ich jetzt hier rausgeholt habe, unfassbar, hebt auch nochmal die Augenringe hervor. Die Kollegen von mir waren neulich hier im Urlaub auf einer Yacht und ich muss tatsächlich sagen... Doch, also ich komme damit, ich habe das auch höchstens 3-4 Stunden drin. Keine Ahnung, wie es der ganze Tag ist. Hat einer abends was vom Brot vergessen? Ja, du brauchst dein Handy und dein Portemonnaie. Könnt ihr das nehmen? Hast ja. Du das? Der Typ kann es selber nicht mehr fassen, dass er wahrscheinlich die Kamera in dem Moment drauf gehalten hat, Digga. Schatz? Kriege ich den Scheiß wieder runter. Die meisten von uns hatten es gab immer so einen Lehrer an der Schule, der es tatsächlich nicht so richtig geschafft hat, durchzugreifen. Komm noch einer! Digga, wir haben, Jungs, wir haben Lehrer! Wir haben unsere Englischlehrerin, Bro, also die ist voll cool. Aber Dogs gibt Leute, die shitty ass im Unterricht Brawl Stars mit Ton spielen und dabei Sigma-Musik laufen haben! Die sind auch cool, aber Bro! Im Englischunterricht spielen die mit Tom Brawl Stars und im Hintergrund irgendwie nö, Sigma-Musik. Bro, es ist so bodenlos. Und die verstecken es nicht, die machen es ganz hoch, Digga. Und schreien rum, ey, Digga, hier der Brawler geht da an deines Reden. Es ist bodenlos. Ihr müsst da runter einmal, bitte. Ihr müsst da runter einmal, bitte. Da hab ich einen relativ guten...
Ich war gemutet, Jungs, ich war gemutet, ich bin ein saustarker Streamer. Holy shit, bin ich ein starker Streamer. Meine Fresse, bin ich ein guter Streamer. Gutes Video gefunden an alle Leute, die ihre Fahrprüfung machen. Verliert niemals euren Glauben. Und damit meine ich tatsächlich die Fahrlehrer. Wenn du den Fahrschüler durch die Prüfung kriegst, kannst du endlich deine eigene Fahrschule aufmachen. Ja, aber ich meine, was soll das denn schief gehen? Ich glaube, das kriegst du hin. So, guten Morgen. Guten Morgen, guten Mittag und auch... Was genau meint ihr damit? Was mache ich hier? Ich weiß auch nicht. Ein oder andere kennt sie vielleicht. Die guten, alten Chiropraktiker-Clips. Bro, Digga, die waren mal übelst trend. Das mag Gebauer. Die waren mal übelst trend, ne? Ja. Warum fährst du Porsche, wenn du nicht mal deinen Kopf drehen kannst? Warum fährst du Porsche, wenn du nicht mal deinen Kopf drehen kannst? Ganz genau, Leute. Das ist nicht. Ich kann meinen Kopf drehen, ich habe Glück gehabt. Kennt ihr einen Porsche-Fahrer, der seinen Kopf nicht drehen kann? Ich persönlich nicht. Oh, bleib, 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 locker. Sieht mir tatsächlich nach versuchtem Mord aus, wenn ich mir das hier anschaue. Bro! Bro! Oh Gott! Oh mein Gott! Wir sind im Trend, weil Frauen mit hauteng Kleidung zeigt. Aber das war doch, oder? Also ich hätte zumindest nicht mitbekommen, dass das ein aktuelles Ding ist. Ich dachte, es wäre so vor ein, zwei Jahren oder so gewesen, dass das überall voll war damit. Wie er ihm noch so locker auf die Brust klatscht, Digga, einfach gerade fast das Genick gebrochen. Aber ich hab actually gehört, so Chiropraktiker, also das, was du jetzt gesehen hast, so mit Knacken, ist actually probably deutlich gefährlicher, als man denkt. Also habe ich gehört, ich bin nicht der Experte, aber ich hatte auch gedacht, ich will das auch machen, mein ganzer Rücken tut weh, weil ich scheiß Opfer bin. Aber das ist so actually, also ist gar nicht so krass cool sein, wie es hier aussieht. Alles in Ordnung, Leute. Das ist halt der Legend G-Spawn. Bro, also dass Marc noch lebt, ist mir persönlich wirklich... Bewerte mal diesen Dönerback. Ja, der trocken, hat schon ein bisschen... Ist er nur Anzeigenhauptmeister oder was ist das? Was von Thailändisch, würde ich jetzt nicht essen. Wir sind transparent und zeigen es trotzdem, aber folgst du uns denn schon? Ja, natürlich. Dann kriegst du einen ganzen Wochenvorrat von uns. Ja, dankeschön. Wie finden Sie... Ey, da freut er sich übelst drauf, da freut er sich übelst, Digga. Die Klamotte jetzt bei Ihnen gerade sitzt. Aber Stahl, dass Sie es trotzdem zeigen. Wirklich nicht so mein Ding. Na, das ist doch super. Dann gewinnen Sie ein Jahresvorrat von dieser Klamotte. Holy shit, Digga. Die Firma hat das Thema Marketing durchgespielt, Alter. Moment mal ganz kurz. Der Clip hat 50.000 Likes und ich baue diesen Clip gerade in mein Video ein. Haben die das Thema Marketing vielleicht wirklich durchgespielt? Stimmt! Die sind scheiße schlau, doch ich bin's nicht, Jungs, ich bin zu dumm, ich hab viel zu lange gebraucht. Denk mal, deren Einstellung ist, muss nicht schmecken, muss. Mal, die sucht in der IQ, das will nicht passieren. Wirke. Würde ich jetzt nicht essen. Liebe Leute, wenn ihr jetzt Bock habt, diese E-Mail-Adresse hier, gerne TikToks, Reels oder auch YouTube-Videos, wo ihr sagt, der Hase muss mal genauer unter die Lupe geklatscht werden, einfach einsenden. Vielen Dank für die Bewertung. Ey, Jungs, ich stell mir das vor, Digga, der muss jetzt ja auch angucken. Das stell mir auch so vor, wie ein shitty-ass Smash-LP-TikToks, der wirklich nur Arschzeug einschickt. Der Inscore tut mir so leid, holy shit. Wenn der auch nur ein Smash-LP in der E-Mail hat, der tut mir so leid, Digga. War ein gutes Video.